Wer bist du? Ich heiße Christopher Jordan, der Ansprechpartner vom Bitcoin Revolution, Herr Dimitri. Bist du ein Computer? Den Bitcoin. Ach, du bist ein Bitcoin. Freut mich, dich kennenzulernen. Da müsst ihr richtig viel Geld ich werden. Ich bin kein Bitcoin. Bitcoin ist eine Kryptowährung. Sag ihnen etwas. Den Bitcoin, Herr Dimitri. Was ist los mit dir? Bist du besoffen oder einfach nur unzurechnungsfähig? Ich bin der Aussprechpartner vom... Aussprechpartner? Wisst ihr, was ich gerade denken muss? Diese South Park-Folge, wo Kenny sich mit dem Hintern nach vorne in den Anzug stopft, so hört sich dieser Kerl hier an. Kennst du die Folge? Ja. Ja? So hörst du dich an. Ich denke, das ist bei Ihrer Stimme. Wie alt sind Sie? So, ich bin 33. Sollen wir dein Gesicht auch auf Milchkartons drucken, damit deine unehelichen Eltern dich wiederfinden? Mir bitte Ihre WhatsApp-Nummer, weil ich sehe, geben Sie Ihre Handy-Nummer, damit kann ich Ihnen speichern auf meine WhatsApp-Nummer. Ich heiße Christopher Jordan und passen Sie auf. Du kannst den Namen doch nicht mal aussprechen. Was meinst du damit? Genau das, was ich sage. Du nicht an dich. Was? Was glaubst du? Du kommst aus Griechenland, oder? Aus Griechenland, genau. Griechenland, scheißegal. Und ich denke... Also das ist ja heute wieder eine Premium-Folge. Hier ist wieder Steve Irwin und willkommen bei einer neuen Folge von Callcenter Schimpansen auf dem Weg in die Heimat. Dieses Exemplar ist scheinbar aus dem Käfig ausgebrochen und versucht nach dem Weg nach Hause zu fragen. Wir werden jetzt versuchen, in die Kommunikation einzutreten. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, wie kann ich dir helfen? Über Ihre Anmeldung. Sie sprechen so viel. Du bist sehr schnell. Ja, klar, ich bin schnell. Ich muss ja deinen Dachschaden irgendwie ausgleichen. Guck mal, es versucht uns in eine Konversation zu verwickeln. Möchtest du eine Banane haben? Komm mal her. Hallo. Was machen Sie gerade? Ich versuche dich zu füttern, damit du den Rückweg zu deiner Herde findest. Du bist ja offensichtlich noch nicht bereit für die Zivilisation. Brauchst du ein bisschen Wasser oder hast du irgendwo noch was zum Dranuckeln? Diese Frage sollte ich bei Ihnen machen, Dimitri. Du hast Interesse gezeigt nach Online-Trading. Ja, Online-Trading, aber ich hab nicht danach gefragt, dass mich eine Amöbe oder ein Einzeller anruft. Du hast doch nicht mal einen Schulabschluss. Was willst du mir über Finanzgeschäfte erzählen? Gib mir mal deinen Manager. Sehr komisch. Was brauchen Sie? Gib mir deinen Manager, dein Minia-Manager. Möchten Sie meine Eier? Du hast keine, das ist das Problem. Kannst du mit der Lupe suchen oder mit dem Mikroskop, Alter? Das Einzige, was du hast, ist eine große Fresse, keine Eier, keine Ahnung, keinen Berufsabschluss, keine Ausbildung, keine Schulbildung, keine Familie. Ich habe einen Arbeitsplatz hier und ich versuche gerne Ihnen helfen. Du bist ein scheiß Krimineller, bist du. Geh zurück unter deinen Stein, wo du hergekommen bist. Hat dir heute schon jemand die Nase geputzt oder schaffst du das gerade noch alleine? Das ist Ihr Ernst, ich glaube. Was ist meine? Das ist Ihr Ernst, habe ich gesagt. Du, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Ich verstehe leider kein Idiotisch, tut mir leid. Können wir uns auf einer zivilisierten Sprache unterhalten? Ja, klar, schon klar. Was möchtest du den Zuschauern denn gerne mitteilen? Du hast ja scheinbar ein großes Geltungsbedürfnis. Du bist ja live bei Steve Irwins Callcenter-Abenteuern im tiefsten Dschungel von Absurdistan. Du bist ein Premium-Subjekt. Es ist schön, dass man sich mit dir einigermaßen unterhalten kann. Was für ein komischer Person bist du? Was machen Sie mit Ihrem Beruf? Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf ist YouTube machen. YouTube machen? Ja, mit so Idioten wie dir. Ja, und verdienen Sie ein paar Münzen, ich glaube. Nee, mit Münzen handeln wir nicht. Wir sind hier nicht im Römischen Reich. Also, was für eine... Weißt du, das Tolle ist ja, im alten Griechenland zum Beispiel, wo wir gerade dabei sind, da gab es mal eine Währung, die nannte sich Talente. Aber wenn du mit Talent bezahlen müsstest, wärst du verhungert. Also, du kannst ja überhaupt nichts. Wissen Sie, mit welchem Unternehmen sprechen Sie? Ja, mit irgendeiner Mafia oder sowas. Sitzt bei Mama im Keller, kriegt gleich die Suppe zum Mittagessen gebracht und macht hier einen auf Finanzberater, kann aber keinen Satz geradeaus sprechen. Was ist los mit dir?
Mama, ich habe ein Loch im T-Shirt. Mama, ich habe Hunger. Mama, wechsel mir die Socken. Guck in den Spiegel. So kannst du mit deiner Familie reden. Dann wissen sie, wer du bist. Aber was für eine respektlos. Weil du bist ein Krimineller. Was redest du hier von Respekt, du kriminelles Schwein, du? Du bist ein Schwein. Du bist ein Krimineller, bist du. Ich bin ein Krimineller, okay. Haben Sie einen Computer dabei? Ja, ich habe immer einen Computer dabei. Den habe ich hier wie meine Katze immer an der Leine, wenn ich zum Bäcker gehe. Du Knallidiot, du. Öffnen Sie Anydesk. Sie wissen schon, was ist Anydesk. Natürlich weiß ich, was Anydesk ist. Ich habe am Tag 200 von euch Knallköpfen bei mir auf dem Computer. Du kannst mir auch nichts Interessantes mehr zeigen. Meine Geschichte heute. Ja, komm her. Komm hierher. Okay, öffnen Sie Anydesk. Komm hierher als Schauerberg 89448 im Skirchen. Komm hier raus, ich schmeiß dir die Prügel raus, Alter, runter von meinem Grundstück. Du hast ein großes Reste. Ja, komm hierher. Ich hab dir gerade meine Adresse gesagt. Du brauchst keine Frisur, du bist eine Maske, Alter, das bist du. Ich bin griechische Mafia, Alter, ich beschmeiß dich mit Tzatziki, du Idiot. Was mache ich? Kastration mir bei solchen Figuren wie dir. Öffnen Sie den Anydesk und lassen Sie den Wort. Wer ich bin und so weiter. Wer du bist? Gib mal Idiot bei Google ein, dann siehst du genug Bilder von dir. Von mir? Ja, von dir selber. Also ich weiß ja nicht, inwieweit, weißt du, bei niederen Tieren ist das ja so, die können ihr eigenes Spiegelbild nicht erkennen. Du würdest das wahrscheinlich gar nicht schnallen. Du verdammter Arschloch. Eine schöne Frau habe, schickst du bei mir und ich kann ihnen ein bisschen. Ja, okay, das ist. Jetzt hat er aufgelegt. Er war mit dem Satz überfordert. Ey, was ein Idiot. Nein, aber mal ohne Scheiß. Hast du irgendeinen osteuropäischen Akzent? Nimmst du irgendeinen komischen anderen Namen? Und nein! Da bist du ja schon wieder. Bist du sogar zu dumm zum Telefonieren? Ja, okay, du Kinderficker. Das musst du gerade sagen. Aber wenn ich sehe ihnen. Na du, ja, was ist dann? Was kann ich bei ihnen machen? Na komm her, komm zu mir nach Hause. Wo wohnst du? Bist du irgendwo in Ungarn? Öffnen Sie den Anydesk. Du, das ist hier nicht Matrix, dass du bei mir durch den Bildschirm hüpfen kannst. Du bist wie so einer früher bei Knuddels im Chat. Ich würde dir so gern durch den Bildschirm hüpfen und dich umarmen, Alter. Bist du ein Pederast oder was? Was ist los mit dir? Hast du keine richtige Arbeit gelernt? Hast du Mut? Komm, sprechen mit mir. Ich spreche mit dir, du Trottel. So professionell sind mit dem Wort. Öffnen Sie den Anydesk und ich zeige Ihnen. Ja, sag mir doch einfach, was du mir zeigen willst. Ich lass dich nicht auf meinen Computer. Du hast dir die Hände nicht gewaschen. Das geht einfach mit Anydesk. Geht einfach mit Anydesk. Ich lass doch keinen Kriminellen auf meinen Computer. Das ist keine Kriminell. Du bist kriminell. Mein Computer ist nicht kriminell. Ich werde unsere Lizenznummer bei Ihnen zeigen. Ach, Lizenznummer, die hast du dir irgendwo aus dem Internet runtergeladen. Wie kann man so dumm sein? Tut das eigentlich weh, wenn man so dumm in der Birne ist? Aber es gibt große Behörde, das zu überprüfen über den Finanz. Ach, große Behörde, Alter. Ich hab dir gerade schon gesagt, dass du live bei YouTube bist und du erzählst mir immer noch irgendwas von Lizenznummern, nachdem du mich Hurensohn und sonst was genannt hast. Denkst du, ich mach Business mit dir, du Idiot? Aber die Realität so spricht, du bist ein Hurensohn. guck in den Spiegel. Von meiner Hure spricht so mit ihnen. Und du bist ein Krimineller. Ich bin auf meinem Arbeitsplatz. Und sie beleidigen sie meine Arbeit. Dein Arbeitsplatz ist der Misthaufen auf dem Bauernhof. Würde gespeichert. Geben Sie mir Ihre Handynummer. Na, was willst du mit meiner Handynummer? Ich stehe nicht auf Männer. In welcher Stadt leben Sie? In Emskirchen. Ist bei München, Emskirchen. 91448. Komm hierher. Ich schmeiß dir die Prügel raus. Wie bitte? Nochmal. Ha, wie bitte? Warte, ich geb dir mal meinen Kumpel. Warte mal eben. Hallo? Ja, ich bin hier. Ja, hallo, ich bin Rakesh. Du, weil du finde nicht gut, dass ihr euch streiten und schlagen. Weißt du, alle Menschen müssen friedlich sein zueinander, okay? Das schlechte Karma kriegen. Das ist nicht gut. Verstehst du?
Jetzt hat er wieder draufgelegt.